Moin alle zusammen, ich bin Christian Lutz und das hier ist der erste Teil meiner neuen Webisode. Wir sind hier am Lüneburger Skatepark mit Jan Schulze, Janik Rajkowski und Alex Lofink. Und wir fangen an und spielen eine Runde Wenn ich du wäre. Ja, Christian, wenn ich du wäre, würde ich auch anfangen. Und zwar mit einem Hop-Over Double Pack am Rail, am Formpit Rail. Oh, da krieg ich direkt Höhenangst. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einen Tailwhip über die Hip machen aus dem Boxabsprung. Oh, den möchte ich gerade fahren. Das möchte ich von dir sehen. Yeah! So, nicht verschwinden, Jan! Wenn ich du wäre, ja, was würde ich denn tun? Das ist stark. Oh. Dann würde ich einen 180 übers Banktable Bank machen. Okay. Hang up! Ayo. Einen hast du noch. Ich hab mir in der Luft gedacht. Hä? Wenn ich du wäre, hätte ich den jetzt gestanden. Ja. So, der Helmerich ist als nächstes, oder? Helmi! Was machen wir denn mit Helmi? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einen richtig schönen, sauberen Manual 180 machen. Bei der Box. Über den Table Manual und den 180 in die Landung. Oh Gott! Ist nicht wahr! Er hat die geschafft! Alter, du hast die geschafft! Bester Jahr meiner Leben! Wirklich. Also, das war gerade ein Erlebnis. Ich habe noch nie einen Manual 180 von Yannick gesehen, der wirklich mit beiden Rädern gleichzeitig gelandet war. Also, das passiert nur alle 100 Jahre, wenn überhaupt. Das ist seltener als die Sonnenfinsternis. Wahnsinn. Morgen ist Weihnachten. So, wer ist als nächstes? Ich bin als nächstes, oder? Ja. Ich darf sagen, hä? Wenn ich wäre. Sag doch. Wenn ich du wäre, würde ich einen Tailwhip von der Ledge in den Absprung, in die Landung von der Box machen. Das möchte ich nicht machen, aber. Ist mir scheißegal. Du hast ja gesagt, wenn ich du wäre, also bin ich ja irgendwie doch, ne? Alles klar, krieg ich hin. Wenn ich wäre, würde ich jetzt versuchen, nicht zu stürzen. Ich hab die Angst in meinen Augen. Ich bin selbst überrascht. Wenn ich wäre, würde ich mich jetzt dran erinnern, wer der Nächste ist. Alex. Ha, du! Nein! Oh, das habe ich gewackelt. Das ist nicht gut. Ich kann dich nicht hören. Wenn ich du wäre, würde ich... Ich hab mir den Bart drin. Wenn ich du wäre, würde ich... Was würde ich machen? Ein 360 von der Box ins Flat machen. Ihr könnt die Angst in seinen Augen jetzt nicht sehen, aber ich kann euch komplett versichern, sie ist da. Ja, über den Absprung ins Flat. Okay. Hemmung! Ich hab gerade Salto gehört. Nein. Wer möchte hier eine Rolle machen? Ich guck. Ah, mein Rücken! Ja. Die Lüneburger Simulanten. Fußball! Ah. Wow. Ich hab keine Lust, noch mal zu machen. Was meint ihr? Lassen wir den zählen? Alex zuliebe? Ja, okay. Erstmal gibt's das Bonus, das war Oppo. Okay, Alex, dir zuliebe. Oh, ich kann meinen Arm nicht so krass anwinkeln.
Ah. Alex, dir zuliebe, lass mir den zählen. Ja! Ja! So, ja, muss jetzt, ne? Ja, er muss, ja, machen. Janik, wenn ich du wäre, würde ich 180 auf die Box machen, auf dem Half-Cap-Barspin in die Landung. Lass ich den nicht, ne? Ja, das ist gut. Sette! Kennt ihr das Geräusch vom Zonk? Nerd! Oh! Ey, das war das dritte Mal, oder? Vierter Versuch. Der hört nicht auf. Herr Mutz. Heute ist kein Basketball-Tag. Yo! Das lange Wert wird endlich gut, ey. Nice. Ja. Direkt eingepackt. Dass der Junge sich nicht an die Spielregeln halten kann, ne? So ist das in der heutigen Jugend. Jan, wenn ich du wäre, würde ich ein Tailwhip auf die Box machen und direkt danach ein 360. Okay. Wenn ich du wäre, würde ich das auch machen. Ja, komm, der Wille war da, der Wille war da. Ja, auf jeden Fall. Den wollen wir jetzt sehen, Jan. Oh! Da haben 180 gefehlt. Mit Kickflip heißt der ja... Ja! Ja! Sauber! Ja, aber nice, gespielt, ja, aber hast du gemacht, Alter. So sieht das aus. Schwere Atmung hier. Ja, Christian, wenn ich du wäre. Dann wärst du ganz schön fertig. Wenn ich du wäre, würde ich in der geilen Quarter hier einen schönen Eisblick machen. Da hat er schon lange Angst vor. Wenn ich du wäre, würde ich das sofort zurücknehmen. Ich überlege doch schon seit Jahren, den zu machen, aber ich habe so viel Schiss, Mann. Ich dachte, den machst du jeden Tag hier. Alter. Der ist nicht schwer. Ja, so ein Eisbong, so geht auch durch. Also Jungs, er hat viel Spiel da oben, nämlich gar keinen. Plus Hecke. Hast du ihn auch schon einmal gemacht? Ein wilder Eigentum. Wir müssen ja das Niveau ein bisschen heben hier, ne? Bitte hinleiten. Warte, mit dem nimmst du mal weg, das kriegt dann am Arsch. Das ist das geringste Problem an der Scheiße hier. Wenn ich du wäre, würde ich dann nicht abrutschen. Gott! Das sieht aber so aus, als würdest du den sofort machen können. Ja! Wie lange hast du jetzt dafür überlegt, den zu machen? Und jetzt? Alex, wie viele Jahre ich überlegt habe, den zu machen und jetzt? Jetzt bei wer nicht du wäre. Habe ich immer noch tolle Sachen davor, werde ich wahrscheinlich nie wieder machen. Oh Gott. Bist du drauf, sag. Heute so machen. Ja, Christian hat erstmal einen Schock. Der muss erstmal was trinken. Ja, ja, das ist so, wenn man alt ist, ne? Dem schlabbern die Knie. Auf jeden. So, wer ist denn als nächstes? Du. Du. Wirklich? Ja. Was soll ich denn machen? Alex, wenn ich du wäre... Würde ich in die Kamera gucken, ne? Ja, okay, wenn ich du wäre, dann würde ich... Kannst du noch den Double Pack 2180? Das Rail hoch? Ich fahre seit einer geraumen Zeit die Packs links. Ah, okay, scheiße, ja. Ich wusste nicht mehr. Aber... Das hält mich ja nicht davon ab. Ja, dann würde ich trotzdem ein Double Pack 180, das Handwheel hoch machen, wenn ich du wäre. Dann würde ich das machen. Gib mal dein Rad. Alles klar. Jetzt hat er auch mal was Vernünftiges hier. Ja, das ist ein richtiges Radio. Ja.
Ey, Alex, du hast das Rail verfehlt. Ich weiß. Was war da los? Bin ich hochgekommen. Oh, fast. Yeah! Nee, der zählt doch, oder? Nein. Oh nein. Oh Gott. Scary Business, würde ich sagen, Alter. Alles vorbei. Mach ihn. Möchtest du noch einen, Alex, oder möchtest du lieber... Möchtest du an jemanden weitergeben? Wenn ich du wäre, würde ich mir einfach den Trick übernehmen und den selber machen. Nimmst du die Challenge an? Ja! Oh, geschafft. Hat er geschafft. Der war ganz in Ordnung, du Buschmann. Danke, Buschmann. So, und wer ist der Nächste? Jan. Jan? Ja. Jan, wenn nicht du wär. Weiß es nicht. Wenn ich Jan wär. Was Sinnloses, bitte. Dann würde ich einen seiner so in der Specials machen mit so Bikeflip und auf der Ledge laufen oder noch einen schönen Tailwhip rein in die Bank. Mit Tailwhip hinterher? Hast du so halt... Was soll ich das denn machen? Guck, was soll ich... Du hast schon verstanden. Sei einfach behindert, wie immer. Juhu! Da hat der Meister gesprochen. Halt! Nice! Yeah! Der war gekonnt, auf jeden Fall. Und er wollte sagen, er kann keinen Tailwhip mehr machen. Ja, das ist der übelst nice, Alter. Geile Lehnung. Sehr schön. So. Dann machen wir entspannt unser... Warte, stopp. Alex, Mann. Was ist denn mit dir? Kein Bock, das tausendmal zu machen. Los. Also unsere letzte Runde machen wir entspannt unser Bierampe. Und Christian, wenn ich du wäre, würde ich ein 360 über die Spine machen. Und Tailwhip to Tailtap auf unserer Stand. Das krieg ich hin. Damit kann ich arbeiten. Das hat er schon mal gemacht, habe ich gehört. Kommt, heimlich. Okay. Hat was gefehlt, oder? Hätte ich den Barfuß reinmachen müssen. Der Motor ist ausgefallen, ich hatte nicht genug Schuh. Also. Auch wollte nicht sagen, dass er scheiße gelandet ist. Oh, ey. Ich drifte wie kein Block, ey. Wer ist als nächstes? Helmi. Helmi. Okay. Wenn ich du wäre, würde ich über die Spine ein 180 Toothpick machen für Fakey. Ja. Ich glaube, das krieg ich irgendwie hin. Zu jung, zu gut. Zu jung ist der Name in China. Wow, nice. Der war schon nicht so scheiße. Ja. Wer jetzt? Alex! Ich würde auf jeden Fall gerne einen Trick für ihn nehmen. Dann hau mal raus. Dann machen wir erst Jan. Ja, Jan, wenn ich du wäre, würde ich so einen Sprocket an das Bein machen, zu Basten und dann zu Ober. So ein Paddle. Achso, nach vorne rein. Achso, den. Ah, ja, okay. You know, man? Zeig den Tiger! Oh! Hätte ich mal keine Schoner angezogen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann nicht nur naiv von draußen. Oh! Alter Schwede! Nice! Oh, fuck. Der Barfucker hinterher, Alter! Scary Business, da wird das auf jeden Fall unsichtbare Respektkarte, Alter. Nice. Alex! Der war aber gepusht. Alex! Alex steht hinter der Kamera. Du in der Kamera, Alex! Wenn ich du wäre, würde ich jetzt ein Tailwhip eher machen über dem Coping. Und ich weiß, dass du den kannst. Ich weiß, dass du jetzt so ein bisschen, ich soll das vielleicht lieber nicht machen und ich möchte das nicht machen. Aber wir drei möchten, dass du es tust. Also, wenn ich du wäre, würde ich jetzt ein Tailwhip eher über dem Coping machen.
Halt und das ist nicht nur die Rache für den Eispick, das ist einfach aus Prinzip. Halt mal mein Bier. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Safe. Ah, meine Hand. Oh, ist mein Rad. Das ist weit weg. Ich hole es ihm. Oh, der war schon fast. Also ein bisschen schneller könntest du. Ich bin hier genau auf Coping-Höhe. Das komplett unscharf ist. Ah, schade. Oh. Hey, Ladies. Wollt ihr mal einen Moment Tailwhip Air sehen? Hör auf, im Video zu furzen. Was ist denn mit dir? Yo! Nice! Oh, schade! Da ist ein scheiß Schuh von. Aber von was sind denn die? Allmond. Allmond. Aber? So! Fahr ich drüber! Das war's mit unserer ersten Webisode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe hier gerade schön gefilmt und mich gewundert, warum auf einmal alles wehtut. Vielleicht liegt es an den Brennnesseln, die ich die ganze Zeit berührt habe. Ich dachte, das wäre Cannabis. Man weiß es nicht und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.